So, und da sind wir auch schon wieder. Wir wollten nämlich ein Haus kaufen. Das machen wir auch. Wir kaufen jetzt unser erstes Haus. Und der hat dieses Haus. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Herr das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch zum Verkauf. Herr damit. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Oh, danke. So, ich würde gemein zu Hause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Oh ja? Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Na, ich hab und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Mhm. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Was gibt's? Oh, 500 Gold bitte haben. Ach du Scheiße, das hier. So, das Alchemielabor wäre nicht schlecht. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Danke, danke. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Natürlich. Für 250 Wohnzimmereinrichtung gekauft. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Ja, das ist wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Danke. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? So, ich glaube, ich hatte noch 1000 Gold übrig, das heißt 200 sind noch übrig. Würde ich gern ein Schlafzimmer, damit man schlafen kann. Ja, auch nicht schlecht. Tut mir leid, aber es scheint, als hättet... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Dann nehmen wir erstmal die Dachbodendekoration. 250, klappt das noch vielleicht? Sehr wohl. Ja, klappt. Möchtet ihr sonst etwas kaufen? Dann dürfen wir eins ganz schnell was auseinandernehmen. Bei denen noch irgendwas verkaufen. So, dann. Man kann hier nichts auseinandernehmen. Schade eigentlich. Vielleicht kann man denen ja noch irgendwas verkaufen. Mal gucken. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen. Nein. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nein. Ich möchte verkaufen. Ich möchte verkaufen. So, Seelensteine. Können wir ja behalten. Das ist so Büchlein. Was zum Beweg ist hier kaum was wert. Rüstungmäßig hatten wir nur das. Ist ja für 600 diesen Wattermann. Ich glaube, das Zombies für 100. Ich habe 82 Gold. Ich bin ja pleite. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winter. Verdammt! Wir sind pleite. Scheiße. War so nicht geplant. Gut, jetzt sind wir pleite. Ja, was können wir da machen? Plündern. Wir gehen einfach nur kurzfällig plündern. Das Beste, was man machen kann. Also plündern wir jetzt ein bisschen. Verdammt. So, aber erstmal besuchen wir unser eigenes Haus. Ich weiß zum Glück, was rumsteht. Jump ins Wasser. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir ein bisschen Gold organisieren. Um eben noch ein paar Sachen machen zu können. Aber ich kann jetzt auch endlich mal ein paar Sachen lagern. Das ist sehr, sehr schön, ne? Das hier ist es nämlich. Mein Häuschen. Willkommen im ersten Eigenheim. Sieht noch ein bisschen... Ja. Das werden wir noch ändern. So, Dachbodendekoration haben wir ja auch. Ja. Wir haben sogar ein Bett. Ja, wir haben sogar ein Bett. Ein richtig schönes Bett. Ist alles so staubig hier. Das ist hier. Oh, was ist hier drin? Warte, da war eine Tür. Öffnen. Noch ein einzelnes Schlafbett. Ja, da kannst du immer hier schlafen und jetzt aber Bett nehmen. Fräulein. Nach unseren langen, großen Abenteuern können wir das machen. Was haben wir da? Aktivierte Waffenhändler. Wenn du einen Waffentafel aktivierst, wird deine aktuell ausgerüstete Waffe dort angebracht. Wir nehmen... Wollen wir da auch schon anrüsten? Eigentlich nicht, oder? Doch, wollen wir. So, hier. Stab des Zombies. Stab des Zombies ist da dran, damit man gleich weiß, wo man wenn hier nach Hause kommt. Das ist ein Zauberer. Mit denen lege ich mich nicht an. So, hier hinten haben wir eine Kiste, die wir nicht öffnen können. Oh, Tür. Und dann Alchemielabor. Drei Bücher. Ist ja soweit okay. Ja, ist auch soweit okay. Ist auch soweit okay. So, damit haben wir drei Bücher. Wir können jetzt hier zaubern und hier oben haben wir eine kleine Truhe leer. Sehr, sehr gut. Da kann ich jetzt Sachen reinlegen. Und das ist sehr, sehr gut, weil dann kann ich nämlich hier Erz reinstellen. Eisenbarren. Das ist Goldbarren, Golderz.
Geheimer Schatz kann ich reintun. Laterne? Naja, die brauchen wir nicht. Die können wir rausschmeißen. Balken kann ich reintun. Rubin-Clown-Trager. Ah. Vielleicht kann man den noch irgendwo hier brauchen. Und schon geht die Traglast nach unten. Ist das nicht schön? So, der Tagebuch können wir reinmachen. Brief von Jarl können wir reinmachen. Vielbeschwerende Wohnen. Warten wir mal. Kurze Notiz. Brauchen wir nicht. Assassine brauchen wir auch nicht. So, kurz gucken. Da kann man verkaufen. So, kann man das nicht rein tun. Das geht, tun wir nicht rein. Die tun wir auch nicht rein. Tun wir ja verkaufen. Tränke auch nicht. Kann hier irgendwas rein tun? Na, nicht wirklich. Nee, auch noch nicht. Okay. So, so weit, so gut. Dann stellen wir schnell ein paar Tränke her. Beschwörung verstärken, das ist auch nicht schlecht. Ah, Ausdauer wiederherstellen, Gesundheit senken, Giftresistenz, Magie wiederherstellen. Oh ja. Rote Bergblumen. Und diese Pilze brauche ich. Okay. Gesundheit wiederherstellen, das sind die besten Tränke der Welt. So, und jetzt irgendwas herstellen, was man verkaufen kann. Oh, weil wir brauchen ja Gold. Das ist ja nicht schlimmer. Gold. Gibt's hier von vorne nicht. So. Haben wir eine Menge hergestellt. Alchemie-Band. So, gab's hier nicht irgendwo eine Tasche oder sowas? Tasche gab es nicht. Schade. So, wie man jetzt sieht, über 167, weil ich jetzt so eine gewisse Ausrüstung habe. Und den Rest können wir ja dann verkaufen. Jetzt brauchen wir auch Gold. Jetzt muss das Gold nur so fließen, denn ohne Gold können wir nicht das Eigenheim fertig machen. Deswegen, das Gold muss her. So, wie schaffen wir jetzt am besten Gold? Viele Häuser noch unentdeckt. Gab es hier drin irgendwelche Quests? Ah, ich glaube, so ein Rotfadonen sollten wir hier suchen, oder? Lass mal wissen, wie so ein Rotfadonen aussieht. Hm. Hat der noch offen? Der ist zu. Hier ist er offen. Kann mich Heiltränke jetzt verkaufen? Vielleicht komme ich ja nochmal auf 4-500 Gold. Mal gucken. Bezweifle ich zwar, aber... Ihr seht etwas blass aus. Bitte entschuldigt. Aber... dann seid ihr also ein Alchemist? Ich bin Verkäufer. Ausdauer wiederherstellen, Zaubertrank, Beschwörung verstärken, Giftresistenz. Die hat ja 400 Gold drauf. Deswegen verkaufen. Magische Giftresistenzen 416. Macht plus 300 Gold. Sind wir schon bei 400. Die hat noch 97. Können wir noch Ausdauer wiederherstellen. Beschwörung ist schweine teuer, da kriegt sie nicht. Machen wir schnell nach Wert hier, damit ihr wirklich das Billigste kriegt. Gesundheit wiederherstellen, brauchen wir Gift senken 13, raus damit. Dauerhafte Magieschaden, erzielt dem Ziel 10 Sekunden lang 5 Punkte Magie pro Sekunde. Stellt 23 aus, oder? Hm? Hört sich auch nicht schlecht an. Das ist nein. Nein, 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 diesmal nicht. Die hat noch 19 Gold, da könnten wir ja noch so einen kleinen Heiltrank hier verkaufen. 3 mindestens. Jetzt hat sie noch 4 Gold. Das reicht nicht ganz so. Ich habe jetzt insgesamt 512 Gold. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jeder. 512 ist ein bisschen wenig. Da müssen wir kurz rausgehen, draußen ein bisschen plündern. Vielleicht brauchen hartgesottene Nord wie ihr ja gar keine Heilmittel. Hm? Ja. Brauch Schuhe? Fällt mir gerade ein. Verdammt. Ich brauch Schuhe. Müssen wir kurz raus, müssen uns Schuhe organisieren. Organisieren wir uns ganz schnell Schuhe. Bist du? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Hm. Klingt logisch. Bin Feuermagier. Kann dir da helfen. So einfach. So. Raus, dungeon, plündern, schleppen, verkaufen. Morden, rauben, Welt retten. Das ist ein schöner Mond. Gefällt mir eigentlich. Das ist ein saugcooler Mond. Aber war der nicht rot? Eigentlich vorher? Sehr viele Sterne, ich könnte wetten. Irgendwo ist hier der Orion. Wo ist denn hier der Orion? Das ist. Wo ist denn die Erde? Der da? Ja, könnte sein, oder? Man weiß es nicht. Ja, spielt keine Rolle. Sieht irgendwie sau gut aus. Oben mit Milchstraße und Milchstraße und. Ist ja bei uns heute nicht mehr zu sehen, weil wegen Luftverschmutzung. Ne, Licht. Lichtverschmutzung. Nicht Luft. Lichtverschmutzung. Fand ich witzig. So. Schauen wir mal. Dass wir jetzt irgendwo ein Dungeon finden, was wir plündern können. Wir speichern jetzt auch mal ganz schnell.
Ich weiß, dass hier oben rechts war ein Dungeon. Jetzt heißt es nämlich plündern, plündern, plündern. Haus ausbauen. Und ganz viel Gold organisieren. Und ich glaube, die Plünderecke hier kriegen wir locker hin. Einfach aus dem Grund. Sind ja leichte Gegner. Offensichtlich. Auf den ersten Blick. So wie es zumindest derzeit ausschaut. Ein Feuer, da ist ein Bandit. Hier ist ein Banditenlager hier vorne. Da ist ein Banditenlager, das sind die komischen Dreiecke. Geht nur mal zum. Ja, das ist ein Wolf! Oh, falsch. Ja! Wieder ein Schuss? Nee. Wo ist er hin? Also. Zwei. Und wir haben neues Fell. Sehr gut. Und heilen brauche ich mich auch noch. Aber das meine ich. Hier sind die Gegner ein bisschen einfacher auf den ersten Blick. Da können wir auch schleichen. Kann man nämlich Fertigkeiten hochbringen. Und das ist ja das Wichtigste, was wir machen wollen. Da steht keiner. Ich glaube, das hat man schon mal gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Hier vorne ist ein Türmchen. Und gehen wir hin zum Türmchen. Auf zum Türmchen. Das Haus rüsten wir erstmal komplett auf. Das ist schon irgendwo wichtig, das zu machen. Also, warum wird das Zeug hier rum? Das ist denn hier passiert? Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Erklärt euch. Keine Zeit zum Reden. Nein? Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Das ist ein Typ. Komischer Typ. Wie? Warum schreien die? Da rennt jemand hinterher. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja, klar. Ja, er ist da entlang. Großartig. Danke. Der Bastard hat mich bestohlen. Aber den erwische ich schon noch. Ja. Ich mache Hackfleisch aus euch. Und wenn das ein Dieb ist, der den bestohlen hat, ja? Können wir den ja. Weg! Schnitze. Das ist nur zur Info, ich spiele immer noch auf legendär. Aber das halt. In diesem Gebiet ist das halt ein bisschen einfacher, das habe ich schon mitgekriegt. Das Ding halt wirklich auch in so Flüchtlingen. Da 10 Gold. Ja, damit. Das Gold haben wir abgesehen und richtig leckere Beute. Und solche fliegenden Insekten. So. Ja, damit und her, damit. So, da ist eine Mühle, okay. Wir fangen jetzt an, das Gebiet zu erkunden. Wir fangen jetzt an, Gold zu sammeln, Gebiet zu erkunden. Wachturm von Weißlauf. Ein Wachtürmchen, okay. Also das Schwert sollte man nicht stehen. Das ist vielleicht nicht so witzig. Ich habe gerade die Wartung, die gerade ist, weil die da unten kämpfen. So, Gold. Grüßig mit 30. Naja, komm. 25 krieg ich dafür noch. So. Bogen, Eisenpfeile, ja. Amulett. 10% bessere Preise. Oh, das ist gut. So, nehmen wir das mit, weil das ist ja 50 wert und das hier auch 50 wert. Das ist alles, was mindestens 50 wert ist, schleppen wir mit. So. Aber questmäßig können wir jetzt erstmal hier einen Questmarker abmachen. Weil wir haben ja erstmal nichts. Finde ich, das ist eine Information. Der Kaiser bei überzeugt, steht das ein guter Chemier. Das, genau, das haben wir hier, glaube ich, noch. Können wir dann später noch machen. Wenn ihr jetzt hier ausgehauen, das ist ja. Glühwürmchen. Glühwürmchen. So, wir brauchen jetzt den Dungeon da oben, scheint nochmal die Lage zu sein. Hinter. Wir müssen jetzt nämlich das Haus ausstatten. Bei beiden ausstatten. Und noch ein paar Heiltränke herstellen. Oh, hier ist schon Revolver. Down. Plündern. Das Fell. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Schaut mal hier. Kiste. Das ist eine einfache Kiste. Ja. Mal sehen, was da drin ist. Silberring. Diadem der Beschwörung. Beschwörungszauber kosten 12 weniger. 12%. Auch nicht schlecht. So, ist der Wolf. Wolf, 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 Wolf. Da ist der Wolf. Jetzt geht es los. Das Suchen, Erkunden, das Craften. Müsste ich hier machen. So, hier war das Banditenlager.
Da ist ein Dungeon, ein kleines, da haben wir rein. Ich glaube, das hat man schon gemacht. Das mit dem Lager, weil wird ja schon als weiß angezeigt. Mal gucken wir ganz kurz auf der Karte. Ja, das hat man schon, das hat man schon. Lager stehender Strom hat man schon. Ja, ist ja nicht das Problem. Hier kann ich hin. Das machen wir nicht. So, da oben ist ein Dungeon. Na, da gehen wir doch gleich rein in das Dungeon. Ins Dungeon gehen wir doch schnell mal rein. Mal sehen, was wir da finden. Erstmal finden wir mindestens einen Gegner, weil hier ist was Rotes. Ich angeguckelt. Darf man nochmal? Immer noch angeguckt, aber kein Kill. Wird schon besser das Aiming. Haben den schon getroffen. Das ist so langsam, wird's doch. So, wir nehmen natürlich das Ding. Das brauchen wir nicht. Hä? Schatten? Okay, mal wieder Schatten. Wulrund entdeckt. Na dann, auf nach Wulrund. Truhe. Zaubertrank, ein bisschen Gold. Ergebnisurne. Noch mehr Gold. Halt, nein, Gold. So, ein Gold. Geht's hier auch rein? Ergebnisurne. Gold, Silberring, okay. Na. Ja. Sind wir doch schon mal bei. Warte, wo war Gold? Bei 600 Gold. Das reicht noch nicht, um das Haus aufzurüsten. Ach, geht ja wirklich rein hier. Ne? Ich dachte, jetzt wäre ein Gegner. Hier ist noch eine Duo. Und dann bekommen wir einen Dungeon Wulrund. Und rein da. Plünton, Plünton, Plünton. Wulrund. Willkommen im Dungeon Wulrund. Mal sehen, was wir da drin finden. Mal sehen, was wir da machen können. Mal sehen, was für Gegner wir haben. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen. Skelette hängen also schon mal rum. Okay. Notiz zu Wulrund. Ich war skeptisch, aber jetzt ist es offensichtlich. In den alten Hymnen steckt Wahrheit. Das Relief war nicht weit vom Eingang. So wie sie sagt, ich habe keine Zweifel mehr, dass es den Eingang zu Knevis Grabstätte verbirgt. Oh. Die beiden Schlüssel müssen irgendwo in der Nähe versteckt sein. Zeremonielle Kopien von Ugin und Edui. Edisch. Dem Waffen mit den Knebel am liebsten in den Schacht zog. Doch ich wage mich nicht weiter, solange ich keinen Leibwächter zur Begleitung angehört habe. Zu denken, Knebel, den Häuptling der Zungen, könnte hinter nur wenigen Füßen tiefe Gestein bestattet sein. Der Vorfahr, an dem wir kaum geglaubt hatten, hat wirklich gelebt. Zweimal verdammt soll ich sein, diese törichte Exkursion geplant zu haben. Ich schätze, diese Söldner gleich. Ich hätte diese Söldner gleich anheuern sollen. Vielleicht besteht dafür keine Notwendigkeit. Das hier ist schließlich nur eine Grabstätte. Nichts weist darauf hin, dass die bewohnt wäre. Es ist ja nicht so, als würde es den seit 1000 Jahren Toten etwas ausmachen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Ja, ja. Das ist. Hab ich mir auch gedacht. Nehmen wir mit. So. Also geht hier um. Typen mit der Zunge, der schreit doch bestimmt, oder? So, Schaufel, wollen wir eine Schaufel mitnehmen? Alter! Wollte ich nur sich suchen, Entschuldigung. Geht aber down. Danke dir, Lydia. So, jetzt durchsuchen. Knochenmehl. Ja, 60, eigentlich sollten wir es mitnehmen, das Eisenschild. Da ist ja was wert. Wir schleichen uns hier ruhig durch die Gegend. Ich habe hier 4 Gänge. Was denn hier kommt, das sind 3 Gänge bisher. Alter, wo bin ich hier lang? Guckt euch das nochmal an. Gehen wir erstmal hier rein. Oh ne, nicht drum mehr. Kriegt eine Ballot. Der auch. Der schießt zum Glück daneben. Oh ja, die sind dann auf einmal, seht ihr, die sind dann auf einmal wieder sau. Ja. Das ist ein riesiges Problem für mich eigentlich. Aha, hat einen gekriegt, dann Falle. Das ist so eine Sache, ja, das ist. Mal sind sie schwach, mal sind sie stark. Das ist immer so ein riesiges Problem. Das ist so, sozusagen, ein bisschen unausgeglichen, meiner Meinung nach. Wo ist hier drin? Da ist das Ding. So, Gold nehmen wir mit. Pfeile brauchen wir nicht. Leute, das sind aber viel zu viele. Habt ihr nicht drauf? Das heißt, ich hab's kurz sammeln. Ich hab's doch.
Zeug, mit dem ich Magie ganz schnell herstellen kann. Mein Problem dabei ist einfach nur, bringt gerade nichts. Wo ich jetzt mit Feuerartronat kommen. Falls ich nochmal da treffe. Ja. Oh, da steht drauf. Ja, schon ist mal gut weg. Das geht so rasend schnell. Das ist echt unglaublich. Mitten im Hals steckt der. Wieder oben ist der Umgang. Kopf zu treffen. Die Tor voll die Mütze. Nicht genug. Alter! Genug! Hat sie erwischt? Nee, leider nicht. Lass den Scheiß! Nein! Verdammt! Ja, hätte ich mal über die Magie verwendet. Ja, wieder gestorben. Ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, das ist glaube ich schon bei 9. Nun gut, wie das hier weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge dann. Viel Spaß euch. Ciao.